In diesem Video zeige ich euch die einfachsten Methoden, um in Tears of the Kingdom das Master Schwert zu bekommen, alles was ihr dafür braucht und an jeder Stelle einen Trick, damit das Ganze enorm einfach ist. Also eben absolut alles, was ihr wissen müsst. Viel Spaß und let's go! Also gut, was braucht ihr denn in Tears of the Kingdom, um das Master Schwert zu bekommen? Ganz einfach, 2 volle Ausdauerringe und das war's. Ihr müsst also 20 Schreine abgeschlossen und alle Segenslichter gegen Ausdauer getauscht haben. Das könnt ihr bei Hylia-Statuen machen, immer 4 Segenslichter gegen ein Ausdauerfünftel. Solch eine Statue findet ihr hier im Spähposten unten im Keller. Habt ihr den Keller noch nicht, dann sprecht einmal mit diesem Typen hier und der Keller wird geöffnet. Aber Achtung, wirklich wichtig jetzt. Viele Leute auf YouTube sagen euch, dass ihr auch einfach goldene Zusatzausdauer nutzen könnt, die ihr durch Essen bekommt. Bitte tut das nicht. Das ist eine lupenreine Falschinformation. Das funktioniert zu 100% nicht so. Ich habe keine Ahnung, warum man euch sowas erzählt. Also nutzt einfach richtige volle 2 Ausdauerringe, die so aussehen und ihr seid zu 100% sicher. Für den Fall, dass ihr alle eure Segenslichter gegen Herzen getauscht habt, dann absolut keine Sorge. Geht einfach wieder zurück in den Keller im Spähposten und wenn ihr im Spiel weit genug sein solltet, dann ist dort ein Loch in der Wand. Geht durch das Loch, dreht euch nach rechts, schlagt die Steine kaputt und redet mit der verfluchten Statue. Bei ihr könnt ihr Herzen gegen Ausdauer tauschen und genauso andersrum. Eure Anzahl an Herzen ist egal. Ihr könnt 3 haben, 5, 30, völlig egal. Doch jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, schön und gut, Zeldameister, aber wofür brauche ich die Ausdauer überhaupt? Ganz einfach, weil, Vorsicht, Spoiler-Alarm, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut keine Tutorials auf YouTube, auch dieses hier nicht. Weil wir das Master-Schwert aus dem Kopf eines Drachen ziehen müssen, der Link abschütteln will. Also auf gut Deutsch, egal welche Methode ihr jetzt wählt, unser Ziel ist es immer, auf den Kopf des Drachen zu kommen. Methode 1. Die erste Methode ist mit Abstand die einfachste Methode, die jedem von euch definitiv gelingen sollte. Und zwar fliegt der Drache, um genau zu sein der Lichtdrache, auf dessen Stirn sich das Master-Schwert befindet, diese Route hier ab. Wir warten jetzt also entweder bei einem Turm in der Nähe dieser Route ab, bis der Drache vorbeikommt, nutzen den Turm, springen dann auf den Drachen drauf oder wir basteln uns ein Fluggerät und fliegen zu ihm rüber. Achtet hier bitte aber darauf, dass der Flug viel Batteriekapazität benötigt und daher wahrscheinlich der Turm die bessere Wahl ist. So, das klingt doch super, oder Freunde? Naja, nicht ganz, denn es gibt einen Haken. Für diese Route hier braucht der Drache nämlich circa 2 Stunden und wir sehen ihn auf der Karte nicht, das heißt wir wissen nie, wo er wirklich ist. Ihr müsstet also warten, bis er bei euch vorbeikommt, ihn von unten auf der Erdoberfläche sehen und dann auf ihn drauf fliegen. Das an sich geht zwar, aber es geht noch um einiges effizienter und genau da kommen wir zur zweiten Methode. Methode Nummer 2. Bei der zweiten Methode machen wir genau das gleiche wie vorher auch. Wir bauen uns ein Flugzeug oder wir nutzen einen Turm, um auf den Drachen draufzukommen. Aber, und hier ist der entscheidende Unterschied zu Methode 1, wir sehen, wo sich der Drache befindet und können uns somit zu einem nahegelegenen Schrein oder Turm teleportieren und von dort aus auf ihn draufspringen. Mit anderen Worten, wir ersparen uns die gesamte Wartezeit, die er sonst gebraucht hätte, um in seine Flugroute bei uns vorbeizukommen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist in den Wald der Crocs zu gehen und mit dem großen Dekubaum zu reden, denn er kann uns permanent sagen, wo sich der Drache befindet. Kleine Randnotiz, wenn man in den Wald der Crocs kommen will, kann man nicht mehr durch den Wald selbst gehen, sondern wir müssen durch eine nahegelegene Höhle gehen. Springt also einfach in dieses große Loch hier im Boden, rechts neben dem Wald der Crocs und schaut, dass ihr heil, also ohne Fallschaden, unten bei diesen 2 Leuchten hier ankommt. Und ja, ich weiß, hier ist es mordsdunkel und gruselig, ihr wollt doch einfach nur das Masterschwert haben. Aber keine Sorge, das soll nur abschrecken, der Weg ist, und ich weiß, das hört man heutzutage oft, aber er ist wirklich einfach. Okay, passt auf, wir machen das zusammen, ich habe jede Menge Tipps und Tricks und zusammen ist das wirklich kinderleicht. Und zwar Tipp Nummer 1, werft mit R Leuchtsamen, die leuchten euch den Weg dann komplett aus. Jetzt müsst ihr einfach immer nur noch diesen blauen Irrlichtern hier folgen. Alternativ könnt ihr auch einfach eure Karte öffnen und immer dem Weg zum Wald der Crocs folgen, nur dass ihr eben unterirdisch seid. Der Weg ist wortwörtlich genau der gleiche. Wenn ihr dann an dem Punkt angekommen seid, wo ihr diesen leuchtenden Sockel, der von der Decke hängt, seht, dann habt ihr absolut alles richtig gemacht. Und jetzt kommt der einzige Punkt, den ihr unbedingt beachten müsst. Zuhören jetzt. Theoretisch warten dort jetzt nämlich viele große Miasmahände auf euch, die euch backpfeifen und knuddeln wollen. Also haltet euch so weit rechts wie nur möglich und lauft zu dem leuchtenden Sockel, den wir gerade eben aus der Ferne gesehen haben. Sollten euch die Hände dann doch finden, dann nehmt einfach eure Beine in die Hand und lauft so schnell wie möglich weg. Also im Prinzip genauso wie wenn eure Oma früher kam und euch abknutschen wollte. Einfach ganz schnell weglaufen. Spaß beiseite, wir haben unsere Oma natürlich alle voll lieb. Tretet außerdem bitte nicht zu lange in das Miasma am Boden, denn ansonsten zieht es euch Herzen ab, die ihr erst wieder heilen könnt, wenn ihr an der Erdoberfläche zurück seid. Wenn ihr jetzt bei dem Podium angekommen seid, dann aktiviert bitte die leuchtende Wurzel, die gleich daneben hängt.
Dadurch erhält ihr nämlich die gesamte Gegend und bekommt an der Stelle einen Teleportpunkt, falls ihr später nochmal herkommen wollt. Doch für uns geht es jetzt erstmal raus, denn wir haben die Höhle geschafft. Geht dazu einfach zu diesem Podium zurück und nutzt den Deckensprung, um zur Oberfläche zurückzukommen. Jetzt werdet ihr ganz schnell merken, jawohl, wir sind im Wald der Crocs. Genau, das liegt daran, dass sich das leuchtende Podest direkt unter dem Zentrum des Waldes befindet. Aber jetzt zuhören, lasst alles stehen und liegen und aktiviert als allererstes bitte den Schrein, denn wir brauchen den Teleportpunkt gleich noch unbedingt. Man merkt nämlich schnell, hier stimmt irgendwas nicht. Der Dekobaum hat Bauchschmerzen und kein Croc will mit uns reden. Das liegt daran, dass im Dekobaum in einem Loch nochmal Knuddelhände und Phantomgarnon warten, die ihr besiegen müsst. Und ja, stopp, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Zeldameister, bist du denn des Wahnsinns? Die kann ich niemals besiegen, ich wollte doch einfach nur das Masterschwert haben. Aber keine Sorge, Freunde, dafür bin ich ja da. Denn das ist der allerletzte Schritt. Danach könnt ihr zum Drachen und das Schwert holen und, davon mal abgesehen, habe ich ein paar Tricks vorbereitet, die uns jetzt massiv helfen werden. Und zwar kocht jetzt bitte alles an Essen, was ihr habt. Abwehr, Angriff, Essen, einfach alles, denn damit wollen wir uns gleich heilen. Und jetzt kommt das Besondere, Freunde. Wenn ihr Tears of the Kingdom im normalen Modus spielt, vielleicht gibt es in Zukunft einen Master-Modus, wer weiß, da klappt es nämlich nicht, aber wenn ihr Tears of the Kingdom im normalen Modus spielt, könnt ihr nicht gewone-hitted werden, wenn eure Herzen voll aufgefüllt sind. Egal wie viele Herzen ihr habt, 3, 5, 30, völlig egal, sofern eure vorhandene Herzensleiste voll ist, könnt ihr nicht mit einem Schlag getötet werden, egal welcher Gegner das ist, das kann sogar theoretisch der Endboss sein. Unsere Taktik ist also gleich immer volle Herzen zu haben, denn wenn euch dann ein Gegner trifft, werdet ihr immer ein Viertel Herz übrig behalten. Immer, ihr seid also wortwörtlich unsterblich. Werdet ihr getroffen, dann heilt ihr euch voll hoch, ihr werdet getroffen, voll hoch heilen und immer so weiter. Und deshalb ist es mit wenigen Herzen, ich weiß, das klingt etwas verrückt, ist es mit wenigen Herzen teilweise sogar einfacher, denn ihr müsst euch nicht so viel heilen. Kocht außerdem am besten nur Essen, das nicht über eure maximalen Herzen hinausgeht, denn so verschwenden wir keine potenzielle Heilung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum euch die anderen YouTuber das nie erzählen, aber dafür bin ich wohl da, schätze ich. Jetzt springen wir in das Loch im Dekobaum und besiegen die Hände. Auch hier habe ich selbstverständlich einen Trick für euch. Wenn ihr den Bogen mit ZR zieht, dann drückt zusätzlich das D-Pad nach oben und packt eine Bombenpflanze, einen Rhodonit oder einen Topaz an euren Pfeil. Was jetzt nämlich passiert ist, dass ihr Flächenschaden verursacht und somit besiegt ihr alle Hände auf einmal ohne Probleme. Und jetzt kommt Phantomgarnon, aber keine Sorge, Phantomgarnon hat nämlich nur 3 Angriffe. Zuerst einmal hat Phantomgarnon so eine Miasma-Pfütze um sich herum, in die ihr am besten nicht so lange reintreten solltet, da euch sonst, wie in der Höhle vorher, Herzen abgezogen werden, die ihr erst wieder heilen könnt, wenn ihr zurück an der Erdoberfläche seid. Genau deshalb sieht unsere Kampftechnik wie folgt aus. Wir versuchen von der sicheren Distanz Pfeile auf ihn zu schießen. Denkt dran, Schüsse auf den Kopf machen doppelten Schaden. Fusioniert eure Pfeile gerne mit den stärksten Materialien, die ihr habt, denn ganz ehrlich gesagt, die können wir immer wieder neu farmen und es wird unseren Kampf deutlich erleichtern. Außerdem versuchen wir durch das Halten von ZL und zum Zeitpunkt des gegnerischen Angriffs das Drücken von X in eine Richtung zu springen, um so dem Angriff nicht nur auszuweichen, sondern einen Flurry Rush durchzuführen. Wenn er von rechts schlägt, dann springt nach hinten. Wenn er von links schlägt, dann springt auch hier nach hinten. Und wenn er schnell auf euch zugelaufen kommt und von oben schlagen will, dann weicht einfach nach links oder rechts aus, völlig egal. Ich empfehle euch außerdem einen Einhänder und einen Schild zu tragen, denn so könnt ihr mit eurem Schild den Angriff trotzdem noch blocken, falls ihr das Ausweichen mal verpasst. Und ja, das passiert sogar mir, also seid nicht traurig, wenn das mal bei euch nicht hinhaut. Ach ja, und hier nochmal die Erinnerung. Denkt immer daran, euch voll zu heilen, denn so könnt ihr nicht gewone-hitted werden. Nachdem wir dann Phantomgarnon besiegt haben, teleportiert euch zum Schrein im Wald der Crocs. Genau dafür haben wir ihn übrigens auch aktiviert. Danach geht zum Dekobaum hoch und sprecht mit ihm. Er wird euch danken und bemerken, dass ihr das Masterschwert ja gar nicht bei euch tragt. Und genau das, Freunde, ist der Moment, wo wir die Mission bekommen, das Masterschwert zu finden und permanent auf unserer Karte eingezeichnet wird, wo sich der Lichtdrache mit dem Masterschwert auf dem Kopf befindet. Jetzt braucht ihr nur noch abzuchecken, wo sich der Drache bei euch befindet, zu einer nahegelegenen Insel porten oder einem nahegelegenen Turm, was auch immer euch lieber ist, und dann auf ihn drauf zu springen. Kleiner, aber wertvoller Extra-Tipp. Nehmt die ganzen Drachensteine auf seinem Rücken vorher noch mit und schießt seine Krallen für eine Klaue, seine Hörner für einen Hornsplitter oder seinen Körper für eine Schuppe an. Wichtig, das könnt ihr allerdings nur einmal alle 15 Minuten circa machen. Jetzt geht einfach zu dem Masterschwert an dem Kopf des Drachen hin, zieht so doll wie ihr nur könnt daran und fertig. Und jetzt gratuliere ich euch ganz herzlich zum Erlangen des Masterschwerts in Zelda Tears of the Kingdom. Was ihr euch allerdings noch unbedingt anhören solltet, sind folgende Informationen zum Masterschwert.
Erstens, das Masterschwert kann zwar nicht kaputt gehen, muss sich aber, wenn seine Haltbarkeit aufgebraucht ist, für 10 Minuten ausruhen. Das bedeutet, in diesen 10 Minuten könnt ihr es vorerst nicht mehr benutzen. Danach ist es jedoch wieder vollkommen einsatzbereit. Zweitens, das Masterschwert macht zwar nur 30 Schaden, kann aber mit anderen Materialien synthetisiert werden. Keine Sorge, es sieht dann immer noch gleich aus, nur dass es jetzt grün leuchtet und beim Schlag die Form des Materials annimmt, das ihr mit dem Schwert synthetisiert habt. Ach übrigens, wenn die Haltbarkeit des Schwertes aufgebraucht wird, es sich dann erholt hat und wieder einsatzfähig ist, dann ist die Materialie, die ihr ursprünglich mit dem Schwert davor verbunden hattet, weg. Das sagen euch auch viele nicht, ist aber sehr gut zu wissen. Drittens, das Masterschwert kann, wenn all eure Herzen aufgefüllt sind, genau wie in Breath of the Wild einen Lichtstrahl verschießen, der 10 Schaden macht. Klar, das ist jetzt nicht besonders viel, aber dennoch sehr nützlich. Jetzt noch eine extrem wichtige Angelegenheit, die mir wirklich auf dem Herzen liegt. Es könnte sein, dass ihr auf YouTube noch ein anderes Video zu dieser Thematik mit einem ähnlichen Thumbnail findet, wie das, was mein Video hier hat. Ich möchte hiermit ausdrücklich klarstellen, dass ich dieses Thumbnail nicht kopiert habe, sondern einfach nur mein altes Master Sword Thumbnail aus BOTW-Zeiten genommen habe und das BOTW-Bild mit einem TOTK-Bild ersetzt habe. Warum sich die Thumbnails jetzt sehr ähnlich sind, ja, da lasse ich jeden von euch sich seine eigene Meinung bilden. Ach so, dieses Video soll auch in absolut keinster Weise einen Angriff gegen jemand anderen darstellen, denn ihr wisst, dass ich Beef auf YouTube total blöd finde. Wir sind alle hier, um Spaß zu haben. Dennoch wollte ich meinem Thumbnail-Konzept treu bleiben. Schließlich habe ich mir das jetzt über die letzten Jahre aufgebaut. Und bevor mir das Ganze jetzt zu Schaden kommt, wofür ich ja im Prinzip nichts kann, wollte ich das mit euch mal besprochen haben. Aber jetzt genug davon. Lasst gerne einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte alle Fragen gerne. Die Sache ist die, wenn ihr wirklich alles über Tears of the Kingdom wissen und einen perfekten Spielstand haben wollt, dann reicht es leider nicht aus, nur zu wissen, wie und wo man das Masterschwert bekommt. In Zelda Tears of the Kingdom müsst ihr euch viele Sachen, wie zum Beispiel Rüstungen, kaufen können, um sie zu bekommen. Und genau deshalb solltet ihr euch dieses Video hier jetzt unbedingt anschauen, denn in diesem Video zeige ich euch die mit Abstand schnellste und effektivste Methode in ganz Tears of the Kingdom, um Rubine zu bekommen. Wer das verpasst, ist selber schuld. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video.